Hallo und willkommen zurück in der Welt von Minecraft Corvus. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich das sagen werde, aber ich bin zurück in Corvus. Quasi zurück in Corvus. Nicht als mein Roleplay-Captor, sondern als ich. Um hier ein bisschen nostalgisch zu sein, denn für mich gestern vor einem Jahr, für euch ist schon ein bisschen länger her, am 14.03.2020 kam die erste Folge Minecraft Corvus auf meinem Kanal. Ja, ist schon lange her. Somit kam auch das erste Roleplay-Video, auch wenn es noch nicht sehr gutes Roleplay war. Aber streng genommen ist es das erste Roleplay-Video gewesen. An den Turm erinnere ich mich. Den habe ich, glaube ich, mir genauso sehr in der ersten Folge angesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht Shader anmachen sollte. Also für eigentlich das nostalgische Feeling eventuell nein, aber ich schaue es mal einmal mit an. Das Schiff kennt man zumindest aus der ersten Folge. Ich erinnere mich ganz genau, wie ich hier von jemandem geschlagen wurde. Das war meine erste Erfahrung hier auf dem Server. Eine wunderbare Erfahrung. Also ich weiß gar nicht, wo ich hier mit meiner Tour beginnen soll. Erstmal zu Beginn. Man erinnert sich vielleicht, dass die Map komplett zerstört war. Ich habe nicht wirklich auch kapiert, was da wirklich los war. Also innerhalb des Roleplays habe ich jetzt halt irgendwas hier erzählt mit, ja, hier vielleicht die Leute von da hinten in ihrem Pilzland. Die Außerirdischen, das Raumschiff ist auch wieder da. Oder hier die Dunkelelben da hinten. Oder irgendwas mit der Stadt war oder Herobrine ist über uns hergefallen. Und hier war dann die Apokalypse, aber die Map Real Life quasi, ne? Die wurde von irgendeinem Admin zerstört, hat man ja gesehen, da waren wir dann. Und dann wurde sich darum nicht zeitschnell gekümmert und dann wurde das Ewigkeiten mit einem Supercomputer repariert. Und deshalb sind ja auch diese ganzen Goldblöcke, nämlich kurz vor dem Ereignis hat jemand hier ganz viel Gold platziert. Und da wollte ich dann damals auch auf den Server gehen und mir das Gold schnappen. Aber bedauernswerterweise war das schon weg. Hier entsteht ein Marktplatz. Ja, hier wollte ich eigentlich bauen. Hier wollte ich eigentlich bauen und hier ist nie was entstanden. Naja. Naja. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal so eine kleine Hütte. Nicht mal, hier steht nicht mal eine Blume. So, und jetzt ist die Frage, wo geht es zu mir? Und wenn ich mich nicht ganz täusche, jetzt habe ich mich verlaufen. So, hier war der Hafen. Na, ich glaube, ich muss hier hoch. Ich glaube, ich muss hier hoch, dann komme ich zu meinem Haus. Oder ich komme da woanders lang. Nee, hier wohnte Frau Schwarz? Ja, Frau Schwarz. Die guten alten Erinnerungen. Die guten, guten alten Erinnerungen. So. Die große Frage, welche Richtung ich abbiegen. Aber ich glaube, hier in der Rathausstraße stand mein glorreiches Haus. Und hier müssten eigentlich große Krater sein. Aber mein Haus hat es damals ja genau verfehlt. Im Briefkasten dürfte nichts sein. Aber hier direkt ein paar Beeren, so wie es sich gehört. Aua. So, mein Haus. Habe ich eine Fackel? Hier ist es nämlich schon etwas dunkel. So. Also. Ach, mein Haus, nie fertig gebaut. Hier müsste eigentlich ein Stuhl sein. Naja. Kommt jetzt einfach was anderes hin. Funktioniert genauso gut. Ja, ich kann aber nicht drauf sitzen. So. Naja. Und im Keller? Im Keller befindet sich natürlich der Cobblestone. War eine gute alte Zeit.
Special Sauce hier. Habt ihr nie gesehen? Denn die Aufnahmen, der ich bei Nico Wilde war, ist ja verloren gegangen. Bedauernswerterweise. Und dann habe ich dazu ja ein anderes Video gemacht. Zu diesem verlorenen Part. Und ich würde mal sagen, ich gucke jetzt einmal das Haus hier an. Und dann könnt ihr euch mal ein bisschen bildlich vorstellen, was hier so war. Also, die Folge war ja so, in der Folge davor waren wir, bin ich auf ihn gestoßen. Und zwar entweder war das hier oder ja, es war hier drüben. Hier bin ich auf den guten Herrn White gestoßen. Hier stand er vor mir. Dann hat die Folge geendet, aber wir sind hier weitergegangen. Und zwar da nach hinten zu seinem Haus. Dann habe ich Hallo zu seinem Lama gesagt, er war schon ein bisschen gereizt. Ich habe mich ein bisschen gestresst, dass ich hier mal dann habe ich mir gedacht, der ist ja hier wirklich gut bewaffnet. Den könnten wir gut auf seiner Seite haben. Das wäre vorteilhaft. Und dann wollte ich da nicht unbedingt runter und wollte, dass der vorgeht. Ich hatte Angst, dass hier ein Fan ist. Stellte sich dann aber heraus, dass er kein ist. Hier unten angekommen, haben wir uns dann hier erstmal unterhalten und dann ging es ja um Ressourcen und so. Und wo ich irgendwie in Erinnerung hatte, hier wären viel mehr Kisten. Hat er dann hier hinten an den Kisten gewühlt und mir zugegeben. Also hier hinten aus den Kisten hat er mir dann Zeug zugeworfen. Und ich habe ihn gefragt, ob er ein Hektar ist. Ja. Das als grobe Zusammenfassung. Was in den anderen Räumen ist, das würde ich auch mal gern wissen. Naja, was ist denn hier? Einfach ein leeres Lager. Hier ist noch ein Raum. Na, hier die Gemälde. Was hinter dieser Tür ist, würde ich trotzdem gerne wissen. Und deshalb schauen wir da noch einfach mal hinter. So, dann schauen wir hier doch mal einfach mal rein. Hier ist einfach nix. So, wir gehen doch direkt mal zur Lieblingsbaustelle von mir. Und der ein oder andere weiß, was ich damit meine. Ja, ich meine meinen Laden. Ich mache alles, außer ich mache es. Mal sehen, ob auf Barracuda was damit wird. Das werden wir sehen. War hier nicht irgendwo das Netherportal? Ja doch, das war hier dann. Nee, das war woanders. Dann war ja meine Theorie, dass irgendwie bei das Netherportal die Pilzleute hierher kommen wollen. Und hier leckt das ja mal extrem. Es steht noch. Es steht tatsächlich noch da. Was ich nicht erwartet hätte. Was ich nicht erwartet hätte. Ich bin aktiver Bewohner der Stadt. Und da hinten sind die Dunkelelben. Und da oben ist da mit alles angefangen hat, würde ich sagen. Alles so richtig angefangen hat. Ich wollte hier was hochschlagen. So. Und dann ging es für mich hier nach oben. Und oben auf dem Schiff, naja. Die meisten wissen ja noch, was da passiert ist. Hoffe ich. Hoffe ich. Also, wer von euch schon seit Corvus dabei ist, schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Jetzt bin ich schon wieder mal trinken. So. Ja, das Raumschiff. Naja.
Ob das von meinen Auftraggebern im Barracuda zu tun hat, wer weiß. Kann es euch jemand bestätigen? Na, vielleicht. Vielleicht Demi. Naja. Also. Derzeit sieht es ja auch in den Videos so aus, als wäre dieses Raumschiff hier von meinen Auftraggebern aus Barracuda. Und die hätten hier dann meine DNA bekommen, als ich hier Flüssigkeiten gemacht habe. Naja. Ja, und hier die zwei Statuen, daran erinnere ich mich ja auch noch. Da drüben auch noch ein einzelner Kopf. Gehe ich einfach mal wieder runter und ich vielleicht mal zu den Dunkelelben. So. Der Leuchtturm schon komplett aktiv. Und hier kommen schon wieder meine Flashbacks an die guten alten Zeiten. Als ich keine Sorge hatte wegen irgendwelchen Drohbriefen. Wie auf Barracuda. Ja, die Grabsteine. Wenn man hier irgendwas genauer sehen will, kann man ja nochmal in den alten Folgen vorbeischauen. Die Playlist ist hier irgendwo verlinkt. Ja, hier geht's zur Kathedrale. Mit Shader sieht das auch wirklich alles sehr, sehr schön aus. So, dann einmal rein. Putz. So. Ja, im Nachhinein ist mir auch aufgefallen, dass das hier der Brunnen ist. Es war die Rede von einem Brunnen oder nicht von einem Baum. War es ein Baum oder ein Brunnen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, es war ein Brunnen. Der Brunnen des Todes oder so. Ja, die Bücher, die Bücher. Ja, und da drüben ging es dann schon zu den Stadtwachen. So. Hoheitsgebiet. Meine Erinnerung ist ganz klar. So. Dann geht er runter. Und dann schnappe ich mir jetzt eine Rubinrüstung. Ich glaube, hier in der Kiste. Hier waren die Rüstungen. Ja, Rubinhelm, Rubin-Chestplate. Naja. Einfach nur Leder. Jetzt fühle ich mich verarscht. So, dann gehen wir doch direkt noch an einen anderen Ort. Und zwar einmal hier seitlich vorbei. Obwohl, nee, es geht auch schon woanders besser hin. Wenn dann meine Erinnerung noch korrekt ist. Ja, hier ist es. Hier ist es. So. Na, mein Schild ist auch noch da. Tod den Anbetern des Jakob. Nein, ja. Fein, fein, fein. Hier ist die Pilzstadt. Oder wie sie hieß. Vom Novumorden. Oder so. Also hieran werden sich die alten Zuschauer sicherlich noch erinnern, wo ich dann dachte, ich hätte hier wirklich eine Verschwörung aufgedeckt. Was im Nachhinein, wo ich ein paar Erzählungen natürlich von anderen Leuten aus dem Projekt gehört habe, mit denen ich auch auf Barracuda mehr RP habe, mir erzählt haben, was ja eigentlich wirklich los war. Da frage ich mich, wie ich von dem allen einfach nichts mitbekommen habe. Also, dazu könnte man auch ein paar Memes auf dem Subreddit von Jamie. Link in der Beschreibung. Jetzt nicht wundern, der Subreddit ist von Jamie geht, aber handelt über mich. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ich hoffe auf Corvus-Memes. Wir wollen alle Corvus-Memes. Ich glaube, ich habe auch noch nie wirklich die Geschichte dazu erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass ich Corvus war. Also die Story kennt man ein bisschen teils parodiert im 2 Jahre Chris Crafter TV Special,
wo ich meine erste Folge Minecraft 1.0 parodiert habe. Und da ist nicht wirklich der Anfang von der Sache. Also 2020, ich habe mir vorgenommen, täglich Videos zu machen. Habe ich auch lange gemacht. Irgendwann habe ich es dann gelassen. Und ja. Habe ich angefangen mit Raft als Projekt. Dann kam ab und zu noch eine Folge Human Fall Flat. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt ein Minecraft-Projekt noch dazu. Dann habe ich 23 Sachen, decke damit für viele Leute was ab. Und zwar Minecraft 1.0. So, die erste Folge ist produziert. War die Folge schon produziert? Bin mir gerade unsicher. Die erste Folge war produziert. Und dann ich mal auf dem Discord-Server unterwegs von dem YouTuber Herkmann. Und hab unter das erste Mal in dem Discord-Channel Mitspieler gesucht. Mich umgesehen und dann war das für Minecraft Corvus hier die Werbung. Und ich habe mir gesagt, ja, da mache ich vielleicht mal mit so. Und wie man es dann halt bei einem Projekt macht, habe ich mich dann halt beworben, wurde angenommen und bin eher zum Ende des Projekts dann hier halt dabei gewesen und fahre jetzt hier plötzlich irgendwo hin und her und war dann komplett verplant. Nun ja, dann hatte ich halt diese ganzen Projekte nebeneinander, dann waren ja auch noch andere Projekte geplant, was ich eigentlich im Hinterkopf hatte, aber irgendwie in dem Moment komplett verdrängt habe. Aber jetzt stellt man sich mal vor, ich hätte jetzt nicht mich bei Corvus beworben. Dann wäre ich nicht bei Barracuda gewesen. Und auch nicht bei. Und höchstwahrscheinlich auch nicht bei Stranded. Und wahrscheinlich auch nicht bei den anderen Projekten, in letzter Zeit teilgenommen habe. Die dann alle nach Barracuda und Stranded kommen. Baut er ja ein cinematisches Universum auf und mir geht es ja jetzt nicht darum, das möglichst zeitnah zu bringen, ein paar Zuschauer noch mitzunehmen von den einzelnen Projekten, sondern darum, wirklich halt eine Story aufzubauen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ach, hier bin ich. Naja, wenn ich schon hier oben bin und mein Haus suche, bekommt man wenigstens nochmal einen schönen Blick über die Stadt. Ach, die Birkensiedlung, die habe ich komplett vergessen. Wo war das Tor aus Folge 1? Wo ich dann über meine Verbrechen und so erzählt habe hier. Mit, also im Roleplay halt. So. Ich muss mich orientieren. Hilfe. Hier war es. Aus Folge 1, der Übergang zur Birkensiedlung, und da gehe ich jetzt durch. Da gehe ich jetzt einfach durch. Und der ist sogar offen. Der ist sogar offen. Ich glaube, ich war sogar schon mal dort und habe mich dann gewundert, wie da alles heile Welt ist. Und dann war ja meine Theorie, dass es irgendein Komplott war, der zwischen verschiedenen Parteien geplant wurde, um die Leute aus Corvus so richtig. So richtig auseinanderzunehmen. Und hier waren dann plötzlich Eisenblöcke. Und Schwert. Und hier leckt es noch mehr. Ich muss sie wieder weg. Ja. Hier war alles sehr schön. Und im anderen Ding gab es halt mein Haus. Das sagt alles aus. So, hier ist mein Haus. Naja, gute alte Zeiten. Hat meinen Kanal sehr geprägt, hat mich sehr geprägt. Und ohne Corvus wäre vieles anders, wäre sehr vieles anders. Sehr schön, sehr schön.
Grundstück von Herrn Crafter. Rathausstraße 3. Ich glaube, ich baue immer noch Häuser genauso in diesem Stil. Ich baue immer Häuser in diesem Stil. Naja, naja. Wenn ich könnte, würde ich mich jetzt hier in den Stuhl setzen. Aber das geht leider nicht. Hilfe, Hilfe, ha, ha, ich sterbe, Hilfe, ha. So. Mein Discord-Server ist bald auch ein Jahr lang öffentlich. Es war nämlich dann irgendwann während dem Release der Corvus-Folgen und schon nach dem Anfang, glaube ich, von Barracuda. Da habe ich dann den Discord-Server gebracht. Mit einem wunderbaren kleinen Trailer. Beim Werbot oder so. Naja. Ein Link zu dem Discord ist jetzt auch in der Beschreibung. Genauso wie zu Jamies Subreddit. Für die Corvus-Memes. Nicht vergessen, die Corvus-Memes. Ich setze mich in meinen Stuhl. So wie in den guten alten Zeiten. Mach fürs richtige Feeling auch nochmal den Shader aus. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like lassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Crafter.